Hi Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute, wie versprochen, zum zweiten Mal das Thema The Voice of Germany. Bis gleich. In meinem letzten Vlogging-Video habe ich schon zum zweiten Mal über Germany's Next Topmodel geredet und ich habe euch versprochen, auch ein zweites The Voice of Germany-Video zu machen. Hier ist es. Es geht heute um ein Selbstexperiment, denn ich möchte versuchen, meine Blind Audition nachzustellen. Das heißt, ich versuche, die Situation, in der ich damals auf der Bühne war und gesungen habe, heute mit euch zusammen vor der Kamera nachzumachen. Und das große Problem, warum ich letztendlich auch nicht weitergekommen bin und nicht so gut singen konnte und nicht meine volle Leistung rausbringen konnte, war, dass ich mich selber nicht gehört habe durch das Monitoring, was nicht wie üblich durch Kopfhörer erfolgt, sondern durch Lautsprecher am Boden. Für alle, die das nochmal genauer erklärt haben wollen, verlinke ich das Video jetzt oben rechts. Ja, also ich habe ein Mikrofon und ich singe über Kopfhörer, das ist mein Monitoring hier zu Hause und ich versuche einfach mal anhand zwei Liedern zu zeigen, wie der Unterschied ist, wenn ich mich selber hören kann und wenn ich mich selber nicht hören kann. Ich habe zwei Knöpfe an meinem Mikrofon, ich benutze übrigens das Rode NT-USB-Mikrofon für alle, die mich schon sehr oft danach gefragt haben und an den Knöpfen kann ich runterregeln, ob ich nur den Ton, der aus meinem Handy kommt, hört oder den Ton, den ich von mir gebe und ich habe natürlich meinen Ton einmal komplett runtergedreht und meinen Ton einmal komplett hochgedreht und diese Unterschiede zeige ich euch gleich. Ich singe zwei Songs. Einmal ein Song von Ariana Grande, bei dem ich eine tiefere Stelle am Anfang rausgesucht habe, also die Strophen, denn das ist ja tiefes, für mich tiefes Falsetto. Ich singe sehr hoch, Sopran und ja, diese tiefen Töne sind für mich total schwer zu kontrollieren, wenn man einfach viel Luft dafür braucht, als wenn man nur oben die Töne rausschreit, gefühlt. Natürlich nicht wirklich, aber gefühlt. Deswegen habe ich die Stelle rausgesucht, weil die auch für mich echt schwer ist. Und die kommt der Stelle, die ich im Fernsehen gesungen habe bei The Voice of Germany auf der Bühne, auch sehr nahe. Das ist dieselbe Problematik. Tiefe Töne fordern mich heraus, weil ich nicht so gut mit Atemtechniken mich auskenne, weil ich einfach noch nie Gesangsunterricht hatte. Und deshalb habe ich diese very challenging Stelle für mich rausgesucht. Und die habe ich einmal das erste Mal gesungen, ohne dass ich mich höre. Und das zweite Mal habe ich mich gehört. Ihr werdet es gleich sehen, der Unterschied ist wirklich riesengroß. Ich habe das Video jetzt erst gesehen. Das heißt, ich habe das Video oder die Videos, in denen ich jetzt singe, was ihr gleich sehen werdet, habe ich vorher aufgenommen und mir heute erst angeguckt, als ich es geschnitten habe. Und oh mein Gott, ich saß wirklich lachend hier, weil es so schlimm klingt. Ihr habt zwar den direkten Vergleich und könnt hören, wie gut ich singe im zweiten Teil, aber der erste Teil ist wirklich richtig, richtig krass schlecht. Deswegen an der Stelle nochmal ganz kurz, ich hätte die Bitte an euch, seht euch das Video bis zum Schluss an, denn nur dann könnt ihr ungefähr wissen, wie ich wirklich singe. Wenn ihr euch nur den ersten Teil anseht, dann hört ihr quasi nur, wie schlecht ich singen kann. Und das ist natürlich extrem peinlich und es ist sowieso ein riesiger Schritt für mich, dass ich das überhaupt so offen preisgebe und zeige. Der Grund, warum ich mich das allerdings traue, seid natürlich ihr. Und an der Stelle möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich und ernsthaft bei euch bedanken für euren ganzen Support. Ich fange gerade erst mit YouTube an, ich bin aber schon länger in der Social-Media-Branche, insbesondere Instagram unterwegs und ich bekomme so viele supportive Nachrichten von euch auf Instagram und auch auf YouTube, ganz nette Kommentare. Es tut mir so gut, mit euch in Verbindung zu sein und mit euch über alles reden zu können. Ich liebe es, wenn ihr eure Meinung mit mir teilt, offen und ehrlich seid. Und natürlich eure Unterstützung, die bedeutet mir ganz, ganz viel. Ich möchte es an der Stelle einfach nochmal betonen. Es hilft mir wirklich riesig und ich freue mich auch weitestgehend alles mit euch in Zukunft teilen zu können. Deswegen teile ich auch meine Reise bis hierher mit euch und mache dieses Selbstexperiment heute, weil ich schon eurem Urteilsvermögen traue und weiß, dass ihr nicht denkt, dass ich überhaupt nicht singen kann, auch wenn ich das kurze Zeit echt selber von mir dachte, als ich diese Videos gesehen habe. Und ich bin froh, dass ich diese Reise mit euch mache. Das wollte ich nur noch mal kurz gesagt haben. Ist aber auch Schluss mit dem Gebrabbel. Es geht jetzt los. Viel Spaß! I'm not gonna lie, I'm fucking scared. So, Lautstärke lassen wir. Jetzt machen wir Musik an und drehen das nur auf mein Handy, sodass ich keinen Ton von mir, der hier durchkommt, hier höre. This is gonna be so bad. Egal. How do I make the phone ring? Why do I even care? How are you all around me when you're not really there? Hey, hey, baby, just come on in. Jetzt machen wir dasselbe, aber so, dass ich mich hören kann. How do I make the phone ring? Why do I even care? How are you all around me when you're not
really there. Hey, when you're not really there. Hey, yeah. How do I feel you want me when you're not on my skin? Why do you say you want me and then tell me I'm not coming in? Oh yeah, baby, just come on in. Ja, probieren wir jetzt mal mit Never Enough. Das Cover habt ihr ja auch von mir hier auf YouTube und ich denke, das wird richtig witzig. Ich schneide dieses Video gerade und es ist absolut nicht lustig. Es ist traumatisierend. Bevor ihr das anschaut, please keep in mind, dass ich nicht wirklich so singe, sondern nur, weil ich mich da gerade nicht hören kann. Watch till the end, um mich richtig singen zu sehen. Viel Spaß! Trying to hold my breath. You set off a dream in me. Getting louder now. Can you hear it echoing? Ich klinge einfach wie ein sterbender Schwan. Spaß beiseite, jetzt geht's erst richtig los. All the shine of a thousand spotlights. All the stars we steal from the night sky will never be enough. Never be enough. Meine ehrliche Meinung zu dieser Leistung: Sing nie wieder. Es war so schlimm. Es ist noch schlimmer geworden. Ich wollte euch das ersparen, wirklich, damit ihr einfach keine blutenden Ohren habt, weil es ist richtig, richtig krass schlimm. Also ich wusste, dass es schwierig würde, sauber zu singen, wenn man sich nicht hört, aber dass es so schwer ist. So, aber jetzt kommt die Version, in der ich mich selber hören kann und das klingt viel besser. Also viel Spaß. Hallo, ich glaube, das letzte Video hat euch nochmal extrem den Unterschied gezeigt und verdeutlicht. Also gerade jetzt die letzten Verse, die ich gesungen habe, einmal beim Hören und einmal beim Nichthören, sind so unterschiedlich. Man denkt wirklich in einem Video, da ist jemand, der singt gerne, die kann singen. Warum geht sie nicht zu einer Talentshow? Und im zweiten Video denkt man, oh, ja, ja, da hat aber mal jemand versucht, Karaoke zu singen. Das war ja aber mal ganz was Feines. Nicht. War für mich selber total interessant, dieses Selbstexperiment zu machen und auch diese Situation auf der Bühne nachzustellen, wenn ich mich nicht hören kann. Denn ich fühle mich wirklich nach wie vor lost. Ich fühle mich total lost. Ich kann darüber lachen, aber wenn man im Fernsehen ist und weiß, dass das jetzt ein Millionenpublikum sieht und man sich überhaupt nicht von der besten Seite zeigen kann, ist das echt schwierig mit dem Lachen. Ich glaube, das kann jeder verstehen. Und ich denke, auch im ersten Song konnte man den Unterschied schon deutlich hören zwischen den kontrollierten Falsettotönen und den unkontrollierten Falsettotönen, die sehr schief waren, immer mal aus der Tonart rausgeschlüpft sind, flat waren, das nennt man auch so, ja, kein ordentliches Vibrato, ständig abgefallen, konnte den Ton nicht halten, konnte den Ton nicht richtig aussingen, konnte den Ton nicht formen und das macht einfach einen riesen Unterschied. Es klingt jetzt wie ein kleines Kind singen, was überhaupt keine Ahnung vom Singen hat, so ganz ehrlich. Ich glaube, das habe ich jetzt euch deutlich genug gezeigt, wie schwer es, nicht für alle, aber für viele und vor allem für mich ist, zu singen, wenn man sich überhaupt nicht hören kann. Noch schlimmer ist es, wenn man sich versetzt hört. Und das war der Fall bei meiner Blind Audition. Das kann ich aber jetzt leider nicht nachstellen, weil ich habe keine Technik dafür, die mich versetzt hören lässt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen verstehen, wie ich mich gefühlt habe. Und ich habe euch damit vielleicht ein bisschen zum Nachdenken gebracht.
Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr den Unterschied auch so deutlich gehört habt wie ich und wie ihr beide Versionen fandet und wie ihr denkt, dass ihr diese Situation meistern würdet. Das würde mich riesig interessieren. Und damit verabschiede ich mich von euch. Habt einen schönen Tag. Love you guys. Bis bald.